So let me, I've got a camera. Eins, zwei. Okay. Welcome as early as 11 o'clock in the morning. Herzlich willkommen um 11 Uhr am Common Anniversary of the Bauhaus School where I'm teaching the university I'm teaching. Ich unterrichte dort an der Universität. Willkommen auch bei der Ars Electronica. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und dass Sie uns nicht hier allein lassen. Ich möchte Ihnen Kollegen, Freunde vorstellen und darüber berichten, wie wir heute Kunstunterricht betreiben, mit Fokus auf dem Bauhaus oder im Schatten des großen Bauhaus. Das Bauhaus ist das Hauptgebäude unserer Universität, mehr als das. Denn es erinnert uns immer daran, dass wir in der Tradition dieser Lehre stehen. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde im Bauhaus Abstraktion, allgemeine Konzepte zur Beschreibung und Veränderung der Welt erfunden. Das führte zu ganz neuer Variabilität. Auch das ästhetische Feld hat sich geändert. Klarheit, Disparität und Fokus auf die Menschen und ihre Wahrnehmung. Das sind die Merkmale dieser Tradition. Heute arbeiten wir alle mit unterschiedlichen digitalen Instrumenten. Und alle, die mit diesen Tools vertraut sind, wissen, wie schwierig es ist, eine dichte Atmosphäre in der ästhetischen Welt zu schaffen, die gleich ist wie unsere analoge Welt. Es ist zu einer Einsamkeit in der digitalen Welt gekommen. Bis heute haben wir es noch nicht geschafft, die gesamte Vorstellung der Atmosphäre und ihr Wesen zu verstehen. Wir sind nicht allein. Wir erwarten uns eine Antwort aus der Ökosphäre, eine Antwort von Tieren, Pflanzen, vom Kosmos, der zu uns auf altmodische Weise spricht. So wie es uns daran erinnert, dass wir noch nicht genug von der Ökosphäre wissen und verstehen. Wir haben viele andere Menschen übersehen, die nicht in unserer Kultur leben, in unserer Lebenssphäre beziehungsweise in unserer sozialen Schicht. Und es erinnert uns auch daran, dass die Welt nicht endet mit der Erde, mit unserem Planeten oder mit unserem beschränkten Gesichtsfeld. Gleichzeitig sagt der Titel, dass unsere Technologien nicht passive Instrumente sind, die wir mit den Händen verwenden. Sie haben sich mutiert, sie treffen Entscheidungen, machen Voraussagen, handeln selbstständig und setzen diese Handlungen in großem Maßstab um. Wir sind nicht allein. Als Künstler und nachfolgendes Bauhaus ist uns klar, dass sich unsere Rolle verändert. Wir glauben nicht mehr an das heldenhafte Genie des Meisters und seine Intuition. Das Feedback zeigt, dass verantwortliches Handeln kognitiv eines wissensbasierten Ansatzes zu unserer Umwelt gefunden. Die Techniken, die wir verwenden, erweitern den Horizont und unsere Sinne. Systemkonfigurationen machen es möglich, hier
einen Resonanzraum zu eröffnen, der aus Gegenständen, Instrumenten, Netzwerken und so weiter besteht, damit wir über unseren menschlichen Habitat hinausgehen können, synchronisieren wir mit unserer Wahrnehmung und werden aufmerksam für die Welt um uns und ihren Ausdruck. Das ist der Ausgangspunkt für eine Revision unseres Handlungsraumes und für zukünftige Visionen. Und hier sind wir wieder bei Laszlo Malinowski, der vor 100 Jahren gesagt hat, die Menschen haben ihre sensorischen Skills an moderne Produktionstechniken abgegeben. Laszlo Malinowski schreibt darüber in seinem Buch Vom Material zur Architektur. Wir wollen hier rekapitulieren, welche Formen des kulturellen Designs wir heute vertiefen wollen. Das Panel besteht aus Vortragenden, die sich in den letzten Jahren mit Kunstunterricht zwischen Geistes- und Naturwissenschaften befasst haben. Ihre Erfahrungen wollen sie hier wiedergeben. Sie spiegelt sich auch wieder in der künstlerischen Praxis und in der Arbeit ihrer Studenten. Wir wollen hier Bestandsaufnahme vornehmen, kritisch vorgehen, nicht nur skeptisch sein, sondern auch die Änderungen in der Kultur und Technologie betrachten. Verschiedene Vortragende werden darüber berichten, was sie aufgrund ihrer Praxis und der Theorie in ihrem Unterricht entwickelt haben. Also 100 Jahre nach der Euphorie des Bauhaus wollen wir hier beginnen mit meinem Kollegen Frank Edward. Er hat ein Doktorat in Philosophie und unterrichtet seit 1999. Er unterrichtet Sozialstudien. Er baut auf einem soziodemografischen Standpunkt und er befasst sich mit der politischen Geografie, mit Exklusion und Inklusion. Zentrale Konflikte der kreativen Praxis sind eingebettet in den Prozess der Migration und der Zugehörigkeit. Begrüßen Sie mit mir Frank Eckert. Yeah, good morning everybody. Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Panel. Und danke, dass ich Ihnen meine Arbeit am Bauhaus vorstellen darf. Wir haben dieses Jahr also 100 Jahre Bauhaus gefeiert und wir diskutieren intensiv darüber, was wir daraus für unsere Arbeit heute lernen können. Ich befasse mich mit urbanen Studien, ich unterrichte Stadtplanung für zukünftige Stadtplaner und Pädagogen. Und es ist vielleicht für Sie etwas seltsam, dass Sie hier jemanden sehen, der Städteplaner unterrichtet und ausbildet. Aber ich glaube, das ist eine der Konsequenzen, die wir an unserer Universität ziehen, nämlich was können wir vom Bauhaus lernen? Der Grundgedanke ist wie folgt. Vor 100 Jahren war das Bauhaus stark, weil damit grenzüberschreitend, disziplinüberschreitend, interdisziplinär gearbeitet wurde. Und wir müssen diese Vorstellung der Transdisziplinarität wiederherstellen. Das Transdisziplinarität ist sozusagen ein Schlagwort. Ich möchte da nicht allzu philosophisch werden, sondern bloß sagen, dass wir einen transdisziplinären Ansatz gewählt haben, indem wir uns auf die Praxis konzentrieren. Ursula Damm hat ja bereits dieses Thema angeschnitten. Und für mich ist das ein Schlüsselbegriff für das, was wir versuchen, nämlich Aufbau eines transdisziplinären Programms im Bauhaus. Die Praxis ist für Künstler etwas Normales, aber nicht in der Städteplanung.
Wie der Name schon sagt, da wollen wir einen Plan umsetzen. Ich glaube fest, dass hier eine Änderung notwendig ist. Also an unserer Universität. Wir müssen weg von der altmodischen Vorstellung eines Planes, wie das ursprünglich im Bauhaus der Fall war. Und wir müssen uns auf die Praxis konzentrieren. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist wie folgt. Ein Plan spricht ein heutiges Bedürfnis an, aufbauend auf den Entwicklungen der Vergangenheit. Also, wenn eine Stadt etwa eine neue Verwendung für, sagen wir, ein Gebäude wie dieses braucht, dann überlegt man sich, welchen Plan man braucht, um das umzusetzen. Und das baut auf der Vorstellung dessen, was wir in Zukunft brauchen werden. Also, sehen wir uns an, was die Zukunft, die unbekannte Zukunft, die vorstellbare Zukunft bringen wird. Und ich glaube, das ist heute mehr noch als früher relevant. Wir haben es ja mit Klimawandel zu tun, mit der Auslöschung des menschlichen und natürlichen Lebens. Die wissenschaftlichen Prognosen sind sehr klar und alle, die die Nachrichten verfolgen, wissen genau, wovon ich spreche und was auf dem Spiel steht. Deshalb sagen wir also, transdisziplinäres Vorgehen muss weg von einem Plan, der auf der Vergangenheit aufbaut, und sich konzentrieren auf Praktiken für die Zukunft. Sehen wir uns das etwas näher an. Es geht nicht nur darum, neue Pläne zu erarbeiten, etwa für den Klimawandel. Das wäre die alte Denkweise. Wir brauchen Praktiken, die etwas wiederherstellen, das wichtiger ist. Und ich glaube auch, dass Sie genau wissen, wovon ich spreche. Es geht um den Verstand, das logische Herangehen an die Dinge. Der Klimawandel ist bedrohlich und unterminiert auch unseren Glauben an unsere kollektive Lernfähigkeit und an den Glauben an die Vernunft, ganz allgemein. Die Wiederherstellung der Vernunft ist meiner Meinung nach etwas ganz Wichtiges, wenn wir Fortschritte machen wollen, aufbauend auf der Aufklärung. Und das sind Dinge, die wir interdisziplinär in den Naturwissenschaften, in der Kunst und in den sozialen Konventionen vermitteln müssen. Die Bauhaus-Universität muss daher meiner Meinung nach es ganz klar machen, dass wir nicht für ein politisches Ziel arbeiten, sondern es geht um die Wiederherstellung der Vernunft, die Wiedereinführung der Vernunft, des Verstandes. Das bedeutet, wir müssen ein gemeinsames Verständnis davon haben, was getan werden muss und was notwendig ist und warum es notwendig ist. Die politischen Themen müssen natürlich auch angesprochen werden. Denken Sie nur an das Thema Migration. Wir wissen alle, dass internationale Konventionen jetzt nicht mehr gelten, wenn es darum geht, Menschen vor dem Tod im Mittelmeer zu retten. Und das war ja Grund für internationale Konventionen. Ein Argument zu einer Zeit, da die internationale Gemeinschaft noch eine lernende Gemeinschaft war. Jetzt wird das untergraben und unterminiert. Ich möchte auch schon zum Schluss kommen und darüber sprechen, welche urbane Praxis wir haben, um kollektives Lernen und Vernunft wieder einzuführen.
Und wiederum komme ich auf die Praxis zu sprechen. Das ist deutlich zu unterscheiden von dem Begriff der Städteplanung als unreflektierte Moderne. Wir müssen dafür sorgen, dass wir uns um etwas bemühen, das nicht sichtbar ist, etwa der Klimawandel in Zukunft und auch auf Dinge, die bislang nicht Gegenstand der Planung waren. Wir müssen also unsere Stimme, unsere Handlungen einsetzen für Träume, Vorstellungen, die bislang vernachlässigt wurden. Natürlich ist es so, dass nicht alle sozialen Schichten eingebunden waren in die Städteplanung. Und wir müssen dafür sorgen, dass auch sie inkludiert werden. Meiner Meinung nach ist die Zukunft des Bauhauses eine transdisziplinare Vorgangsweise, die auf der Praxis beruht und die auch über Versagen des Bauhauses vor 100 Jahren spricht. Also alle Dinge, die von dem Plan nicht betroffen waren. Ich würde meinen, das zukünftige Bauhaus muss etwas sein, das Postwachstum und Postwirtschaft bedeutet, postkolonial ist. Wir müssen uns mit der kulturellen Vielfalt und Diversität auseinandersetzen, was früher nicht der Fall war. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass es ein feministisches und positives Programm ist. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much, Frank. Herzlichen Dank, Frank, für die Einführung zu unserem heutigen Thema. Lasse Scherpik ist der nächste Redner. Ich kannte ihn schon, als er noch am KHM in Köln tätig war und auch mit Georg Trogemann. Lasse Scherping betrachtet sich als Künstler, Designer und Forscher. Er ist Professor für interaktives Design an der KHM. Er war vorher Vorsitzender der Abteilung für Kunst und Technologie am Kunstinstitut von San Francisco, nachdem er kognitive Wissenschaft studiert hatte. Machte er seinen Abschluss am KHM. Seine Arbeit wurde international gezeigt und veröffentlicht. Er verbindet Kybernetik mit der Geschichte des künstlerischen Engagements und der Interaktion. Es gibt ja ein Spannungsfeld zwischen perfektem künstlerischen Erlebnis und dem Gegenteil. Wir verstehen, ob wir Programmieren als holistische Disziplin brauchen. All right. Thank you so much for this invitation. And actually, this introduction was maybe more to the point than everything I'm going to say now. I'm still going to do it, though. And I'm going to take a huge detour towards coming back to the questions that were addressed in the talk before me. And basically, I'm going to talk about computers in context. Such a boring title. So, when I was teaching art and technology in San Francisco, I frequently had to explain what that is. And I would not go to experiments in art and technology and this famous history of established artists collaborating with West Coast technology in order to create the new. But I would rather first show this sentence
from the Bauhaus Week in 1923, which I think Art and Technology and New Unity is a nice encapsulation of the idea of the Bauhaus reacting to or turning towards industrial production at that time. And this would be followed up by a text by Oya Lialina that's titled Not Art and Tech. And it's a very interesting and profound critique of why we shouldn't do art and technology right now. And her core argument is that when we talk about tech, technology, when we talk about experience and people in the context of technology at the moment, what we really talk about is computers, interfaces, and users. And these terms, technology, experience, and people, just conceal the fact that the changes we are in since more than 50 years now, that now are being called digitalization, that those changes are not about technology, experience, and people, but about computer interfaces and users. And together, I would say, coincidentally, these three terms. Und ich würde sagen, dass diese Begriffe zusammengefasst werden können unter dem Begriff Interaktion. Sprechen wir also von Interaktion. Interaktion ist etwas eigenartig. Niemand weiß wirklich, was das ist. Es wird ja kaum jemals definiert. Wenn man einen Anfangspunkt der Interaktion finden möchte, dann gehe ich zurück auf ein Projekt, das ein Misserfolg war. Es war die Verbindung eines analogen Computers zu einem Flugsimulator, der sollte vorhandene und nicht vorhandene Flugzeuge simulieren. Es war ein elektromechanischer Computer, der mit den beweglichen Teilen im Cockpit und mit den Menschen im Cockpit verbunden war. Während diese Maschine gebaut wurde, das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, kamen die digitalen Computer auf und das Team der Ingenieure hat begonnen, das gesamte Projekt durch die Schaffung eines digitalen Computers abzuändern. Es entstand der erste interaktive Computer in unserem Sinne. Aber leider hat man festgestellt, dass man überhaupt keine Ahnung hatte, wie kann man einen digitalen Computer mit dem Cockpit zusammenschließen. Und sie haben daher etwas ganz anderes gemacht. Irgendwann mussten sie zugeben, dass sie einfach nicht wussten, wie man das macht. Der digitale Computer war noch viel zu neu. Das Ergebnis war eine sehr teure Maschine, die eigentlich gar keinen Zweck hatte. Um das Problem zu lösen, man wusste eben nicht, wie kann man Menschen mit Computer zusammenschließen, da hat man ganz pragmatisch Dinge verwendet, Radargeräte, die vom Zweiten Weltkrieg noch übrig waren und hat sie an das Speicherregister des Computers angeschlossen. Und der Bildschirm wurde dann für symbolische Darstellungen von Berechnungen auf dem Bildschirm verwendet. Das war ein Teil. Der zweite Teil bestand darin, dass man einen Lichtsensor verwendet, der auf das Licht, das vom Bildschirm kam, ausgerichtet war und der dem Computer Befehle geben konnte, damit dieser auf der Grundlage bestimmter Symbole bestimmte Dinge machte. Und das war etwa 1950. Und bis heute ist das noch eine Präfiguration all dessen, was wir jetzt haben. Aber für die Flugsimulierung war das immer noch nicht verwendbar. Man brauchte etwas anderes. Man hat mit einem halbautomatischen Luftverteidigungssystem gearbeitet und ein paar Leute haben relativ früh erkannt, dass es interessant wäre, diese Maschinen allen zur Verfügung zu stellen, also den Computer sozusagen zu befreien.
Und das geschah in den 70er Jahren. Da begann das Personal Computing. Und eine Reihe von Unternehmen haben die Aufgabe auf sich genommen, diese Maschinen zu entwickeln und allen zur Verfügung zu stellen. Xerox war eines dieser Unternehmen, das besonders viel geforscht hat im Bereich Personal Computing. Al Newell hat das angeregt bei Xerox. Er hat gesagt, was auf uns zukommt, ist eine Psychologie des kognitiven Verhaltens, das die Berechnung von Verhalten in neuen Situationen und mit neuen menschlichen Wesen ermöglichen wird. So hat es also begonnen. Etwa 10 Jahre später sprach man schon von Interaktion zwischen Mensch und Computer. So sieht der Mensch aus, so sah er damals aus und so sieht er wahrscheinlich heute noch aus. Und der Computer wurde dargestellt als funktionales Äquivalent des Menschen und als klassisches kartesianisches Thema mit physischer Interaktion. Den Menschen war damals schnell bewusst, dass das Entstehen dieser neuen Menschen, dieser neuen Nutzer, ein Training erfordert. Douglas Engelbart zum Beispiel, der hinter der Erfindung der Computermaus steht in den 60er Jahren, er hatte eine Theorie darüber, wie Menschen agieren. Und er sprach von der Nutzung von Sprachartefakten und Technologie durch Menschen und der dafür erforderlichen Ausbildung. Der Nutzer ist also ein dafür trainierter Mensch. Das ist mein Lieblingsbeispiel für diese Art von Training. Steve Jobs, neues iPhone, fürchte ich. Ich kann das Telefon mit meinem Finger entsperren. Ich wische einfach über den Bildschirm und entsperre damit das Telefon. Das war vor 12 Jahren. Also eine Form der Interaktion, die wir heute als natürlich betrachten, die aber überhaupt nicht natürlich ist, sondern etwas, das wir seit 10 Jahren gelernt haben. Dieser Prozess der Naturalisierung der Interaktion führt dazu, dass wir jetzt nicht mehr von Schnittstellen, sondern von Erfahrungen und nicht von Nutzern, sondern von Menschen sprechen. Den Rest der Geschichte kennen Sie ja. Es ist eine disruptive Industrie entstanden. Alte Geschäftsmodelle sind zu Nutzererfahrung geworden, zu Spektakeln. Die nicht wirklich das Problem der Verbindung zwischen Mensch und Computer gelöst haben. Der Computer ist ja nicht mehr neu und wir tragen alle halbautomatische Systeme in der Westentasche herum. Und die Nutzung dieser Geräte ist etwas, das muss man den Menschen nicht mehr beibringen. Das können sie. Andererseits, Entwicklungen wie diese haben soziale, politische und wirtschaftliche Probleme zur Folge, die nicht neu sind, die aber auf ein neues Niveau gehoben wurden und die sich nicht zuletzt aus der Tatsache ergeben, dass Interaktionen und die positive Verbindung aus sozialen, politischen und wirtschaftlichen Systemen entsteht, die es schon zuvor gegeben hat. Wir könnten jetzt über Kontakte sprechen. Wir könnten über die Materialität des Ressourcenverbrauchs sprechen und dergleichen. Aber ich möchte nur ein kleines Faktum hervorheben, etwas, das wir bedenken müssen.
Kitanaka hat dies schon sehr frühzeitig festgestellt, nämlich Interaktion ist Arbeit und muss als solche behandelt werden. Dieses Beispiel zum Beispiel, der brennende Roboter, das ist ein Roboter, der am Berkeley Campus Lebensmittel ausliefert, gehört einem Unternehmen namens KiwiBots. Dieser Roboter scheint autonom zu sein, er ist es aber nicht, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil die Bilderkennungsalgorithmen, die neuen Netze, die eingesetzt werden, damit diese Roboter die Menschen umfahren können und nicht in sie hineinfahren, diese Roboter wurden trainiert durch zahllose, unbezahlte oder unterbezahlte Menschen. Und wenn Sie sich das Unternehmen näher ansehen, werden Sie feststellen, dass die Navigation dieser Roboter auf dem Campus durch Menschen erfolgt, die in Columbia an Computern sitzen und live klicken, alle 5 bis 10 Sekunden, um den Robotern zu sagen, wo sie hin sollen. Also dieses autonome Lebensmittelauslieferungssystem ist alles andere als autonom. Und diese Roboter haben außerdem Batterien, die gar nicht reichen, damit sie über Kilometer fahren könnten. Dieser gesamte Automationsdiskurs, der jetzt stattfindet, ist vielleicht ein Diskurs über falsche Automation, der verbirgt, dass hinter der Automatisierung unseres Lebens, unserer Haushalte Menschen stehen, die mehr oder weniger schlecht bezahlt werden. Überall steht ein Mensch dahinter, der als ohne jede Arbeitnehmerrechte tätig ist, als Selbstständiger. Menschenarbeit stehen also hinter der Automatisierung, und das wird auch noch in den nächsten Jahren so sein. Und diese Dinge machen nicht von selbst das, was sie ohnehin schlecht genug machen, sondern weil sie ferngesteuert werden von Menschen. Nun, warum zeige ich Ihnen all das? Interaktionsdesign zu unterrichten in der Bauhaus-Tradition der Reaktion auf große Veränderungen, damals durch Industrialisierung, heute durch Digitalisierung, geht nicht mehr um die Frage, wie man eine effiziente Schnittstelle, Nutzerschnittstelle baut. Es geht viel eher darum, sich daran zu erinnern, dass es bei der Interaktion gar nicht um diese Dinge geht, sondern um die Tatsache, dass wir nicht allein sind. Wann immer wir mit dem Computer interagieren, interagieren wir auch mit anderen Menschen, und wir befinden sich in einem laufenden Prozess der Koproduktion einer geteilten soziomateriellen Welt. Lasse Scherfin, thank you so much. Herzlichen Dank, Lasse Scherfin, für diesen Einblick, den Sie uns in Interaktion und Design gegeben haben. Sie haben ja nicht so sehr von Kunst gesprochen oder vom Unterricht der Kunst, aber Sie haben doch gezeigt, dass unsere Kultur sich enorm verändert als Ergebnis unserer technologischen Implementierung. Schaffen eine Kultur, indem wir mit Computern umgehen in der digitalisierten Welt. Alexandra Toland ist unsere nächste Rednerin. Sie ist tätig im Bereich der Landschaftsplanung und gemeinsam mit Wissenschaftlern beschäftigt sie sich mit dem Thema der künstlerischen Freiheit. Als Leiterin des PhD-Programms der Bauhaus-Universität ist sie verantwortlich für die technologische Entwicklung unserer Zivilisation und ihrer Disziplinen. Alex Toland. Yeah, thanks so much. Vielen herzlichen Dank, Ursula. Vielen Dank für die Einladung hierher. Und danke, dass ich auch über das Bauhaus sprechen kann. Ich bin kürzlich nach Weimar übersiedelt.
nachdem ich fast 20 Jahre im Mittelpunkt des Universums gelebt hatte. Also ich kam mir vor, wie Dorothy in The Wizard of Oz, wurde in eine andere Welt versetzt. Ich habe mein Büro in einer alten Kaserne, dort wo Johannes sitzt. Und da lebten sozusagen die Geister, aber gleichzeitig nicht reflektiv, was die koloniale Vergangenheit betrifft. Wir blicken hier hinein in diese Quellen, die wie ein dunkles Auge auf uns wirken und erwarten uns hier Antworten auf die Probleme des Designs, die Technologie, die ideologische Hybris. Und es gibt vielleicht eine vierte Welle einer populistischen Bewegung. Ich gehe da durch und frage mich, was haben diese Menschen gewusst, was uns 100 Jahre später noch beeindruckt. Wie schon erwähnt, leite ich ein Doktoratsprogramm an der Bauhaus-Universität und habe noch immer nicht wirklich so genau die theoretische Basis für das, was Forschung sein sollte und sein muss. Ich sehe hier viele komplementäre und widersprüchliche Aspekte in der Kunstforschung oder Forschung in der Kunst. Und schließlich ist es ja die Verantwortung jedes Akademikers, jedes Forschers, hier eine Definition zu finden für die gute künstlerische Praxis und für seine Authentizität. One thing is clear though, artistic research is about. Eines ist klar, Kunstforschung bedeutet Wissen, teilen mit anderen, sich einsetzen. Und für die Forschung stellt sich natürlich die Frage, was ist für die kreative Praxis bekannt oder was bringt sie uns, die wir mit anderen Mitteln nicht erreichen könnten. Kreative Praxis schafft Wissen und macht es uns möglich, etwas zu wissen. Knowledge auf Englisch ist im Deutschen sowohl mit Wissen als auch mit Erkenntnis zu übersetzen. Und wenn wir von Erkenntnis im Deutschen sprechen, gibt es im Englischen dafür eine ganze Reihe von anderen Ausdrücken neben Knowledge. Also wir müssen hier auch über diese Begriffe nachdenken. Es gibt nicht eine einzige oder eine einmalige Antwort auf all diese Fragen. Künstlerische Forschung bedeutet, dass man in jedem einzelnen Projekt immer wieder neu klarstellen muss, was man darunter versteht. Wichtig ist also, dass man sich der Heterogenität bewusst ist. Künstlerische Forschung ist eine Hybridform der Forschung. Theorie und Praxis sind wichtig, so wie das auch im originalen Bauhaus war. Dinge sind nicht a priori durch ein wissenschaftliches Paradigma bestimmt, sondern es handelt sich um eine nicht definierte Disziplin. Es geht um neue Verbindungen, flexible Konstruktionen, Multiplizität und Reflektieren. Eine weitere Vision, die ich mit meinen Studenten hier teile. Das stammt von einem Amerikaner, Edward Jr., ein Oktopus. Sehen Sie sich den Kontrast an zwischen einem allgemeinen Verständnis und der wahrscheinlichen geologischen Konstitution eines Felsens am Grund des Meeres und dann der Erkenntnis, dass der Fels eigentlich ein Tier ist, das
die Farbe der Haut verändern kann, um sich zu tarnen. Kunstbasierte Forschung ist imstande, diese Muster des experientiellen Wissens aufzuklären. Das ist ein Teil der Forschungsmethodik. Dieser Cephalopod hat eine flexible Architektur, die angepasst ist an seine Umgebung. Wir fokussieren uns auf die Besonderheiten, die abhängig sind vom Standort. Das ist auch charakteristisch für die Lehre, die am Bauhaus vor 100 Jahren betrieben wurde. Bei uns geht es immer um ein Projekt. Für die Entwicklung von innovativen Ansätzen zu besonderen speziellen Problemen in besonderen kulturellen oder ökologischen Situationen. Es ist immer reaktionär, materiell, eingebettet in die Materialien und ist immer gesellschaftlich relevant. Und das bedeutet eben, sich kümmern und mit anderen teilen. Und das spiegelt sich ja auch im Titel dieses Panels wieder. Wir sind nicht allein. Wir müssen mit der Öffentlichkeit, mit der lokalen Bevölkerung kommunizieren. Und wir müssen uns ständig anpassen an die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, mit anderen Gemeinschaften, mit Stakeholders. Und wir können das auch auf biologische andere ausdehnen. Das ist das Erbe des Bauhauses, das in Weimar fortgesetzt wird. Design und Ausbildung im Design ist ein soziales Unterfangen. Es bedeutet Wissensaustausch, eine neue Form des Wissensaustausches. Ich verwende hier auch die Methode von Judith Mottram, ehemalige Leiterin der Abteilung für zeitgenössische Kunst. Da geht es um Supervision. Wir sind sozusagen zuständig verantwortlich für die Kollegen der Zukunft. Das ist eine Herausforderung an die alten Hierarchien an der Universität. Wir als Lehrer sehen unsere Doktoranden als zukünftige Kollegen und Co-Kreatoren, als Co-Kreative. Judith schreibt, abgesehen davon, dass die individuelle Neugierde befriedigt wird, sollte ein Doktorat auch die Basis sein für weiteren Wissenserwerb. Die Doktoren sollten imstande sein, eigene Ideen zu entwickeln und diese auch effektiv an Fachleute und Nichtfachleute zu übermitteln. Also, hier sehen wir, dass es über individuelle Praxis im Studio geht. Von uns erwartet man, dass wir soziale, infrastrukturelle Probleme erkennen und lösen helfen. Man erwartet, dass wir einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, in der wir uns befinden. In meinen Seminaren außerhalb des Doktoratprogramms, also ich unterrichte Bachelor- und Masterstudenten an unserer Fakultät, aber auch Studenten von anderen Fakultäten, da befasse ich mich mit Themen wie Care, also Stewardship, wie das im Englischen heißt, Gesundheitswesen, Betreuung von Kindern, dann Queer, Ökologie. Wir befassen uns hier mit etwa Fragen der Haushaltsführung. Dann haben wir pädagogische Modelle, Gruppenarbeit etwa entwickelt, auch im Sinne und in der Tradition des ursprünglichen Bauhauses. Und dann natürlich auch ein feministischer Ansatz zum Design. Also, ich bewege mich wieder zurück, steige den steilen Hügel hinauf. Und mir wird dann klar, dass hier noch etwas fehlt. Lucia wird nicht erwähnt. Sie war eine bekannte Fotografin und Publizistin.
und war ein erstaunliches Mitglied des ersten Bauhauses. Ich frage mich, was hast Sie alles gewusst? Abgesehen von der Glorifizierung des Bauhauses, jetzt 100 Jahre später, gibt es natürlich jede Menge Ausstellungen, Vorlesungen, Filme, Führungen und Universitätsseminare. Ich möchte hier nicht eine einzigartige Vision sozusagen oder einen einzigartigen Blick auf all das werfen. Aber ich stelle fest, dass einiges einfach ausgelassen und übersehen würde. Angesichts des Klimawandels wäre es unverantwortlich, nicht von Geschlechterunterschieden etwa der Forschungstätigkeit zu übersehen. Das ist unsere Verantwortung für uns, die wir als Erben des Bauhauses tätig sind. Vielen Dank. Thank you, Alex Toland. Herzlichen Dank, Alex Toland. Sie haben mir bewusst gemacht, was es bedeutet, von Berlin nach Weimar zu gehen. Und das ist typisch für das Bauhaus. Das Bauhaus war immer nicht Berlin. Es war dort, wo man hinging, wenn man nicht dem Druck der Politik ausgesetzt sein wollte, dem Druck der Mode, wenn man an einem abgelegenen Ort sein wollte, Zeit haben wollte, zu überlegen, was man wirklich machen wollte, eine echte Verbindung zu all jenen herzustellen, die man unterrichtete, in der Natur zu sein, in einer wunderschönen Umgebung. Und diese Verbindung zwischen Natur und Kosmos dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, das gilt auch noch heute. Und das hilft uns, erneut zu überlegen, was es außerhalb von Berlin alles gibt. Der nächste Redner ist Georg Trogemann. Er ist Professor für experimentelle Informatik an der Akademie für Medienkunst in Köln. Er war mein Professor, als ich dort studiert habe, im Jahr 1995. Georg Trogemann hat Computerwissenschaft und Mathematik an der Universität Erlangen studiert, sein Doktorat 1990 erworben. Er ist zweimal Vizerektor für Forschung und Infrastruktur der Akademie und seine Forschungsbereiche sind Kunst, Philosophie der Technologie und die Theorie der Poiesis. Er ist außerdem ein Mitglied des Robotik-Forschungsteams. Er beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Algorithmen unsere Kultur beeinflussen. Er erklärt bestehende Fiktionen zu Algorithmen und deren Wirkung auf Kunst und soziale Realität. Er betrachtet das mathematische Wesen der Programmierung als Chance, die wir bisher nicht ausreichend genutzt haben. Herzlich willkommen, Georg. Dankeschön, Ursula. Guten Morgen. Ich muss hier ein wenig etwas installieren, bevor ich anfange. Herzlichen Dank. Nochmals guten Morgen. Ich werde über die Frage sprechen, wie unterrichtet man digitale Technologie in einem künstlerischen Zusammenhang. Ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren mit dieser Frage. Und ich glaube, dass wir jahrelang Programmier- und Schnittstellentechniken so unterrichtet haben, wie es überall im Bereich Design der Fall ist. Ich zeige Ihnen zuerst ein paar Bilder, wie es jetzt
verläuft und wie es normalerweise verläuft. Normalerweise wählen wir eine Standard-Programmierungsplattform, Plattform wie Arduino, Processing, MaxMSP oder irgendeine andere Plattform, und wir arbeiten mit Sensoren, Akteuren und Schnittstellentechnologie, LEDs, Piezos, Lichtsensoren, Lautsprecher und so weiter. Und dann arbeiten wir mit verschiedensten Materialien und wir können so die Schnittstellentechnologien steuern. Wir können mit einfachen Kunststofffolien, mit Drähten, mit Geweben und dergleichen arbeiten. Und man steuert das, was man programmiert. Man lernt, einfache Programme zu schreiben, Sensoren und Aktuatoren. Wir lernen das Verstehen und wir lernen auch das Verhalten kennen. Auf der Grundlage ganz einfacher Materialien kann man die eigene Hardware herstellen, elektronische Schaltkreise zeichnen, entweder direkt auf Papier oder mit einem Graphitstift mit leitfähigen Linien. Oder man betreibt Modding. Modding, das ist eine Modifizierung von Hardware, Software, um eine Funktion auszuführen, für die diese ursprünglich nicht gedacht war vom Entwickler. Oder man macht andere Experimente, man schafft neue Aktionsräume, neue Erlebnisräume oder wie es heute sehr oft geschieht, man verbindet in einem nächsten Schritt Organisches mit anorganischem Material und dann ist es gar nicht mehr klar, welches der agierende Teil ist und welcher Teil als Sensor fungiert. Aber das sind ja alles nur Beispiele. Beispiele dafür, wie es heute geschieht. Was ist dabei positiv bei diesem Ansatz? Was funktioniert bei diesem Ansatz gut? Es gibt hier Stärken und Schwächen. Die Stärken bestehen darin, dass man sich praktische Fähigkeiten im Bereich Programmierung, Elektronik und Schnittstellen aneignet und dass man die Eigenschaften des Materials versteht. Nach einem solchen Kurs, der 2-3 Wochen sind dafür ausreichend, kann man tatsächlich selbst etwas machen. Und das ist ein großer Fortschritt gegenüber von vor 20 Jahren, als wir mit diesen Dingen überhaupt erst begonnen haben. Also Technologie wird auf diese Art und Weise vorgestellt. Das kann zu eindrucksvollen Ergebnissen führen. Und das ist ausgezeichnet für die Studenten. Ich glaube, das ist die Standardmethode, wenn es darum geht, die praktische Seite der digitalen Technologie zu vermitteln. Dieser praktische Ansatz unterscheidet sich wesentlich vom historisch-philosophischen und soziologischen Ansatz zur Technologie. Warum ist das wichtig? Bei einem theoretischen Ansatz spürt man nie, wie machtvoll die Technologie ist. Dieser vermittelt nie, dass man etwas kontrollieren, meistern kann. Man kann eine Technologie, die man selbst nicht praktiziert, nie wirklich verstehen. Davon bin ich überzeugt. Worin besteht also das Problem? Die negative Seite dieser Technologie besteht darin, dass die traditionelle Sicht der Kunst angewandt wird auf Werkstoffe und Werkzeuge. Das Bild des Künstlers wird hochgehalten, der minderwertiges Material verwendet, um etwas von höherwertiger Bedeutung zu schaffen. Und etwas, das noch wichtiger ist, diese Methode vermittelt kein vertieftes Verständnis der Bedeutung der Technologie in der heutigen Gesellschaft. Was könnten also die Herausforderungen für den Unterricht sein?
Ein ganz wichtiger Punkt besteht darin, dass klarzustellen ist, dass die Technologie heute die Triebkraft für Veränderungen in unserer Gesellschaft ist. Wir haben das ja schon von den Vorrednern gehört. Wir bauen unsere Welt neu auf technologischer Basis, aber bisher haben wir die Technologie nicht wirklich gemeistert. Man kann von Poesis sprechen oder vom Meistern der Technologie auf intellektueller Ebene. Das haben wir noch nicht geschafft. Um das zu bewerkstelligen, müssen wir die Grenzen zwischen dem Machen und dem philosophischen, soziologischen und kulturellen Reflektieren überwinden. Das Machen muss Hand in Hand gehen mit der Reflexion, und das ist das Wichtigste. Und die allgemeinen Prinzipien der Poiesis müssen klargestellt werden. Daran arbeite ich zur Zeit, nämlich dass das Machen und das Verstehen zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Aus diesen Gründen beginne ich einen Kurs für digitale Technologie nicht, indem ich über Algorithmen oder Schnittstellen spreche. Ich beginne damit, dass ich über die älteste zweckgerichtete Fähigkeit des Menschen spreche, nämlich wie macht man Feuer? Und von diesem ganz einfachen Beispiel des Feuermachens ausgehen, lernt man, dass es einen enormen Unterschied gibt zwischen dem Wissen, wie man etwas macht, und dem Verstehen dessen, was man macht. Wenn Sie selbst versuchen, Feuer zu machen, dann verstehen Sie den großen Unterschied zwischen Lernen und Erfinden. Sie werden feststellen, wie schwierig es ist, wenn Sie nicht wissen, wie man Feuer macht. Das ist eine großartige Erfindung. Es ist heute so leicht geworden, Feuer zu machen, aber zuerst musste das einmal erfunden werden. Das war schwierig. Das zu lernen ist leicht. Indem man die Auswirkung dieser Fähigkeit analysiert, versteht man auch, dass die wichtigsten Konsequenzen einer Technologie heute deren unvorhersehbare Nebenwirkungen sind. Selbst mit dieser einfachen Technologie kann man viel über Poiesis lernen, darüber, welche Macht im Machen besteht, im Neuaufbau unserer Welt. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, lange Zeit unterschätzt wurde. Wir haben nicht verstanden, dass die Seite des Machens und die Nebenwirkungen etwas ganz anderes sind und dass wir keine Möglichkeit haben, diese Nebenwirkungen vorherzusehen. Selbst heute ist das noch so. Ein anderes Beispiel betrifft nicht das Feuer, sondern die Erfindung der Technologie des Geldes. Wenn wir von Programmierung und digitaler Technologie sprechen, da würde ich nicht mit der Problemlösung beginnen, wie es früher in der Algorithmik der Fall war, oder mit Kontrollstrukturen der Programmiersprachen, der Datenstrukturen. Ich beginne mit dem, was ich als die potenziellen Räume bezeichne, das Bauen von Zeichenräumen. Das machen wir ja, wenn wir Programme schreiben. Die Library of Babel zum Beispiel, das kennen Sie vielleicht, eine Kurzgeschichte des argentinischen Autors Jorge Luis Borges. Hier geht es um ein Universum in Form einer riesigen Bibliothek, die alle möglichen 410-seitigen Bücher eines bestimmten Formats und eines bestimmten Charakters enthält. Man kann sehr einfache Berechnungen anstellen und man stellt fest, dass diese einfache Definition der Bücher einem unmittelbar vermittelt, welche Art von Bücher
um welche Art von Bücher es sich handelt, und das Universum ist einfach nicht groß genug, um all diese Bücher zu enthalten. Das Universum ist zu klein. Wir haben nicht alle genug Atome, um all diese Bücher zu realisieren. Und mit einem einfachen Programm mit weniger als 500 Zeichen kann man diese Bibliothek von Babel konstruieren. Es hängt immer davon ab, wie schnell die Hardware ist, und das vermittelt einem ein Gefühl für die Möglichkeitsräume, mit denen man es hier zu tun hat. Man erkennt, dass man sie nicht realisieren, nicht denken, nicht implementieren kann. Hier geht es um die Navigation durch diese fiktiven Räume. Und das ist mein Ansatz, wenn ich heute von der Algorithmik spreche. Ich gehe davon aus, dass wir zuerst verstehen müssen, wie wir diese Räume der Möglichkeiten konstruieren können. Wir können die Programmiermethoden lernen. Wir sehen das in der künstlichen Intelligenz, in der genetischen Programmierung, aber das sind nur funktionierende Möglichkeiten der Navigation dieser Räume, dieser riesigen, unendlichen Räume. Wir könnten täglich neue Möglichkeiten zur Navigation dieser Räume erfinden. Ich habe im Laufe der Zeit eine Reihe von einfachen materiellen Experimenten entwickelt. Das sind praktische Experimente, die die Grundprinzipien der Poiesis, also des Machens von Technologie, erläutern und diese auf philosophischer und kultureller Basis diskutieren. Es geht nicht darum, zu lernen, wie man Dinge macht, sondern zu verstehen, was man macht und wie das eingebettet ist in das größere Bild, dass wir als Menschen ständig unsere Welt neu bauen, obwohl wir nicht verstehen, was wir tun. Wenn wir zum Beispiel Ton verwenden, zwei Farben, das erklärt das Prinzip des exponentiellen Wachstums. Wenn Sie zwei Farben aufeinanderlegen, Plastilin in diesem Fall, das rollen, dann wiederholen Sie den Prozess, indem Sie zwei Streifen abschneiden und dann wiederum eines auf das andere, wiederum auswalzen, und Sie sehen dann, wie man mit einer weiteren Operation zu einer Verdoppelung der Streifen kommt. Das sehen Sie in der links unten auf diesem Bild. Es ist ein ganz einfaches Prinzip, und Sie können sofort zeigen, dass Sie nur 20 Operationen brauchen. Das dauert nicht länger als 3, 4 oder 5 Minuten, und dann haben Sie Streifen, deren Dicke unter der Dicke eines Atoms liegt, und Sie können ganz genau den Unterschied zwischen Arbeiten mit Material und Idealisierung des Materials erkennen. Und das brauchen wir, wenn wir mit Algorithmen arbeiten. Wir haben eine idealisierende Seite und eine materielle Seite, die ganz anders funktioniert. Ich arbeite mit Kartoffeln und Nudeln, um den Begriff des Messens der Zahlen und der Sortieralgorithmen zu vermitteln, die ja aufbauen auf ganz einfachen Prinzipien der Sortierung der Nudeln nach Länge. Und man kann zeigen, dass man nicht einmal das Konzept einer Zahl braucht, um einen raschen Sortieralgorithmus zu implementieren, der in seiner Komplexität jeden digitalen Sortieralgorithmus schlägt. Und man kann das mit ganz einfachen Materialien machen, wie zum Beispiel diesem Lederband. Man kann manuell notierte Maße verwenden, diese handgeknüpften Netze können verwendet werden, um
ein Miniaturmodell eines Straßennetzes zu erstellen, und man kann mit der Physik des Netzes arbeiten, um den kürzesten Weg zu berechnen, um von A nach B zu gelangen. Was muss man in diesem Fall machen? Man nimmt einfach das Netz. In der einen Hand haben Sie Punkt A, in der anderen Hand haben Sie Punkt B. Sie spannen das Netz und Sie haben sofort den kürzesten Weg zwischen A und B. Mit ganz einfachen Materialien können Sie also auf diese Weise experimentieren, um die Schwierigkeit der Algorithmen darzustellen. Algorithmen sind blind. Und Sie sehen sofort die Vorteile der physischen Welt. Ich schließe hier ab und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Eindruck von dem vermitteln, was ich jetzt in meiner Arbeit versuche. Ich versuche, den Studierenden eine neue Art der Einführung in die Technologie zu geben und ihnen ein neues Verständnis für Technologie zu vermitteln. Denn das ist das Grundproblem, warum wir solche Umweltprobleme und auch andere Probleme mit der Technologie haben. Das hängt alles damit zusammen, wie wir Technologie lehren, wie wir an unseren Schulen Wissenschaft lehren. Wir müssen die Grenzen aufbrechen, die an Schulen und Universitäten gezeichnet werden, und wir müssen über die konventionellen technologischen Prinzipien im Unterricht hinausgehen. Herzlichen Dank. Thank you, Georg. Vielen Dank, Georg, dafür, dass Sie unsere Aufmerksamkeit auf die Berechnungen, das Digitale als solches gelenkt haben. Und danke auch dafür, dass Sie über die Verbindung zwischen analoger Welt und digitaler Welt hergestellt haben, über die Grundlagen der Technologie gesprochen haben. Für mich ist das ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für eine Diskussion darüber, wie die Kultur in der Zukunft aussehen könnte. Ich bitte Sie da immer wieder um Hilfe, wenn ich über Kunst nachdenke, beziehungsweise mit meiner Arbeit, die Arbeit mit meinen Studenten. Yvonne Volkart wird jetzt über Kunst sprechen. Es gibt viele Verbindungen und Links, die wir vielleicht später noch besprechen könnten. Sie ist Vortragende für Kunst- und Medientheorie an der FHNW in Basel. Sie leitet verschiedene Forschungsprodukte gemeinsam mit anderen Kolleginnen. Hat sie eine Ausstellung Eco-Visionary Art, Architecture and New Media Art ausgerichtet. Sie hat verschiedene Forschungsprojekte abgeschlossen. Sie ist Kunstkritikerin, unterrichtet an der FHW in Basel, und sie stellt Fragen betreffend künstlerische Produktion und politische Auswirkungen. Sie erwartet von der Kunst ästhetische Strategien, aufbauend auf der techno-ethno-feministischen Perspektive und der Interaktion mit anderen. Ein herzliches Willkommen, Yvonne Volkart. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Ursula. Letzte Woche besuchte ich die Ausstellung Licht, Luft, Scheiße, eine Ausstellung in Berlin. Da ging es um die ökologische Perspektive in der Moderne.
mit dem Fokus auf alternativen Lebensstil, Urban Housing, Gärteln. Die Ausstellung hat gezeigt, dass es hier eine Gemeinde in Dessau gab, die sehr offen war, was nachhaltige Urban Lifestyle, städtischen Lebensstil zu Beginn des 20. Jahrhunderts betraf. Das Bauhaus war gegen diese Autonomie, die urbane Autonomie. In der Ausstellung wurden auch die Ideen des Bauhauses dargestellt. Das Bauhaus war gegen ein Leben im Einklang mit der Natur, dem Boden. Das stand nicht auf der Tagesordnung. Dort hatte man höhere Träume. In Zeiten des Klimawandels ändert sich natürlich auch die Kultur. Was bedeutet das für den Unterricht, theoretischen Unterricht an einer Kunstakademie? Zunächst bedeutet es, ich muss zur Kenntnis nehmen und auch klar machen, dass der technische Mensch nicht der Schöpfer der Welt ist. Und auch der Homo economicus ist nicht der Erlöser. Biologie, Chemie, Physik, Klima, das sind Dinge, die von Dauer sind. Wenn wir die Kultur des Verschwendens, des Abfalls überwinden wollen, dann brauchen wir eine Beziehungskultur. Eine Kultur, in der man sich um andere kümmert. Man muss beobachten und Verbindungen herstellen, Intimität herstellen, offen sein, auch für andere. Die Wissenschaft zeigt uns, wie man misst und bestimmt. Die Natur zeigt, wie Dinge entstehen. Wir müssen zweitens auch zur Kenntnis nehmen, dass der Mensch mit der Welt experimentiert. Der Kapitalismus behandelt die Erde als Labor und verwandelt den Planeten in das Programm Erde, wie gesagt wurde. Wir müssen hier also ändern und pervertieren, was der Homo economicus getan hat. Wir müssen die Erde wieder zu einem Garten machen, als Labor, wo die Studenten lernen, dass Ergebnisse oft unvorhersagbar sind. Wir müssen auch zeigen, dass man Dinge oft zulassen muss. Das bedeutet ein sich öffnen für die Transformation der Welt. In unserem theoretischen und praktischen Labor geht es um Systemveränderungen, kulturelle Veränderungen. Die Kultur des Zusammenarbeitens ist dort vorherrschend. Wir müssen lernen, dass wir nicht allein sind. Wir leben mit vielen anderen Menschen und Nichtmenschlichen zusammen. Wir teilen uns diesen Planeten. Nach 100 Jahren des Träumens über einen virtuellen Himmel müssen wir wieder zurück auf die Erde, auf den Boden, auf dem unsere Kultur und unsere Technologie aufbauen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir auch ohne Ressourcen aus dem Schoß von Mutter Erde alle unsere technischen Träume Schall und Rauch sind. Wir sind nicht allein. Ursula Damm hat diesen Satz schon vor Jahren geprägt, als sie über unsere Träume vom Weltraum schrieb. Wir müssen wieder auf die Erde zurückkommen und den Planeten Erde bewohnen und kultivieren, die Welt der Pflanzen, der Tiere zur Kenntnis nehmen, die es ja bereits gibt. Auch andere verwenden den Satz, wir sind nicht allein. Das heißt, der Mensch ist nicht allein. Es gibt andere, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und bei dem anderen geht es nicht nur um Technologien.
möchte Ihnen da ein Beispiel von Ursula Damms Arbeit zeigen, das in der Ausstellung zu sehen ist. In this project, which is called In diesem Projekt, Insect Songs, geht es um eine Variation, wo direktes Feedback erfolgt. Eine Kommunikation zwischen Moskitos, Menschen, Musikinstrumenten und verschiedenen Medientechnologien. Ausgangspunkt für dieses Projekt war eine Erfahrung der Künstlerin. Sie hat das Summen der Insekten vermisst. Ihre Forschung hat gezeigt, dass in Deutschland 75% der Insekten ausgestorben sind. Die genauen Ursachen sind noch nicht bekannt. Es lässt sich zurückführen auf Pestizide und auch auf den Verlust des natürlichen Habitats. Insekten werden als Abfall betrachtet. Und die Menschen sind nicht traurig, dass sie verschwinden und aussterben. Bei Insect Songs in dieser Installation sehen wir oder hören wir verschiedene Töne, reine Töne, Cellomusik, das Summen und Surren von Moskitos, die auf dem Monitor zu sehen sind. Ihre Flugbahnen werden aufgezeichnet und es gibt eine Box, in der sie herumfliegen. Sie sehen das auf dem Bild hier. Die Performance zeigt eine experimentelle Situation, wo es möglich ist, zu beobachten, ob und wie Moskitos auf Musik von Menschen und von Instrumenten reagieren und wozu das führt. Die Absicht dahinter ist, es hier eine Kommunikation herzustellen mit diesen scheinbar störenden und irritierenden Tieren. Es waren Jahre der Vorbereitung notwendig für diese Performance. Die Künstlerin hat in ihrer Küche mit Biomedien eine Arena hergestellt, hat da Hefe, Glas, Wein verwendet. Dadurch wurden die Insekten angezogen und haben sozusagen einen Werbetanz aufgeführt. Sie hat dann die Töne, die dabei entstanden, aufgezeichnet. Birgit Brückemeier entwickelte eine Software, wo hier die Töne verstärkt werden und moduliert werden. Und das klingt dann ähnlich wie vom Menschen gemachte Musik. In der Ausstellung hören wir auch den Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Klängen und Tönen. Manches klingt wie das Summen und Surren von Insekten. Dann gibt es wieder Töne, die eher wie vom Menschen gemacht klingen. Hier haben Sie das technische Arrangement, die Vorkehrungen für die Aufzeichnung der Insektsongs und der Flugbahnen. Christina Meixner improvisierte und sollte feststellen, welche Klänge das Verhalten der Moskitos änderte. Für die Aufnahme arbeitete Meixner dann einfach, indem sie zuhörte und versuchte, Moskitotöne hervorzubringen. Und dadurch die Moskitos veranlasste, auszuschwärmen. Von Anfang an zeigte sich, dass die Moskitos interagierten. Ursula Damm schrieb mir Folgendes. Die Art der Musik ist so amorph wie unsere Wahrnehmung der Moskitos. Sie korrespondiert nicht mit unseren Gewohnheiten, sondern es ist eine Ton- und Klangwahrnehmung, die sehr viel ursprünglicher und einfacher ist. Zunächst muss man einen speziesspezifischen einen Ton finden, der dann auch die Musiker als Mitglied in den Dialog einbittet.
Christine Meissner wollte die Moskitos nicht zwingen zu reagieren. Sie wollte ein Moskito werden. Sie wollte selbst ein Moskito werden und mit den anderen Moskitos singen. Der Medienbezug besteht darin, dass wir Menschen still sein müssen, um die Musik der Moskitos zu hören. Dann können wir auch die Technologie verwenden, um sie zu hören. Und wir können die Technologie auch dazu verwenden, unseren Einfluss auf die Moskitos zu bestimmen. Soweit die Aussage von Ursula Damm. Sie sagt weiter, die Vorkehrungen sind ganz einfach, man braucht keine Sensoren. Für mich war das eine ästhetische Entscheidung, sagt Ursula. Ich wollte keine zusätzliche Technologie verwenden, sondern ich wollte an meiner Aufmerksamkeit arbeiten. Es geht nicht um Technologie, sondern es geht darum, die unterschiedlichsten Umwelten zu verstehen. Das Besondere an dieser Arbeit ist die Tatsache, dass wir eine unabhängige Temporalität des Zuhörens bekommen. Christoph Brunner hat gezeigt, dass genaues Timing, das Miteinander in Zeit und Raum, dann eine Ökologie der Beziehungen schafft. Was versteht man darunter? Es handelt sich um eine spezifische Form der Temporalität, die alle Anwesenden betrifft. Und sozusagen im embryonalen Stadium. Also hier Moskitos, Musik, Flugbahnen und so weiter. Die Erfahrung und das Erleben jedes Einzelnen erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, ohne einen bestimmten Anfang oder Ende. Es ist eine bewusst wahrgenommene Erfahrung geteilter Wahrnehmung. Also, Ursula Damm spricht von geteilten Habitaten, beruhend auf einer Kommunikation, die ursprünglich sinnlos und bedeutungslos erscheint, weil sie außerhalb der menschlichen Sprachcodes existiert und keinen Zweck erfüllt. Aber die Kommunikation wird dann für die Menschen bedeutungsvoll, wenn dadurch ein anderes Feedback, ein anderes Verstehen für Empathie, für kollektive, geteilte Temporalität entsteht. Aus dieser Sicht ist das sozusagen ein ästhetisches Extra, das über Zweckgebundenheit hinausgeht, eine hierarchische Beziehung, die Menschen üblicherweise einnehmen, wenn sie mit Nichtmenschen interagieren, auch im Kontext von Green Lifestyles. Die Frage, wie also Menschen mit Pflanzen und Tieren kommunizieren können, ohne sie auszubeuten, ist virulent, insbesondere im Kontext der Hybridmedien. Ja, ich muss jetzt kürzen und zum Schluss kommen. Das Erlebnis, die Erfahrung des technischen Durchdringens unserer Natur hat zu der Einsicht geführt, dass transgressive Formen der Koexistenz heute geprüft werden müssen. Die fortgeschrittensten Methoden untersuchen beides, die Vitalität und die Transformationskraft von Urbanismus und Materie und die Beziehungen dazwischen. Im Hinblick auf digitale Allgegenwart ist hier, glaube ich, ein solcher Ansatz viel unmittelbarer und auch vertrauter als das Peru, als etwa das Berühren eines Wurms in der Erde. Wichtig ist, dass wir diesen Ansatz durchbrechen und dass uns klar wird, dass andere Technologien uns nicht
davon abhalten, am Leben anderer teilzuhaben. Transverselle sensorische Techniken sollten erfunden und zelebriert werden. Aktive sensorische Techniken, Techniken, die zusätzliche Bedeutung erschließen und wegkommen von einem kapitalistischen, dualistischen, technologischen Ansatz. Vielen Dank. Thank you so much, Yvonne Folkert, for this wonderful. Herzlichen Dank, Yvonne Folkert, für Ihren Beitrag und auch für die Erwähnung der Ausstellung an der Kunstuniversität Linz. Unsere Studenten zeigen dort ihre Arbeiten. Es stimmt, dass es mit unserer Technologie immer noch schwierig ist, Insekten zuzuhören. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen an Sie. Eine Frage möchte ich zuallererst stellen. Georg hat gesagt, dass wir Fiktionen schaffen, die wir nicht verstehen, im mathematischen Sinn und in den Diskussionen, die wir in unserer Kybernetik-Gruppe haben, ist Abfall vielleicht ein Ergebnis dieser Fiktionen, wie Yvonne gemeint hat. Wir tun etwas, dessen Nebenwirkungen wir nicht verstehen. Das ist eine harte Feststellung. Was könnten wir in der Zukunft tun, um zu verhindern, dass wir Technologien schaffen, die uns positionieren im Abfall unserer Pläne? Die Vorträge waren für mich besonders interessant, vor allem das, was Georg gesagt hat. Georg hat uns gezeigt, wie man digitale Technologie in einem Kunstinstitut unterrichten kann. Und ich glaube, da gibt es eine enge Verbindung zu dem, was meiner Meinung nach wichtig ist. Es ist wichtig, dass die Menschen eine Vorstellung davon erhalten, dass das Digitale auch eine Materialität hat. Die Menschen neigen dazu zu glauben, das Digitale sei immateriell, aber das stimmt nicht, denn es beruht ja auf den Ressourcen, die ich erwähnt habe, und es braucht auch sehr viele Ressourcen. Für mich ist das der erste Schritt in einer Unterrichtssituation, um den Menschen zu vermitteln, dass rund um das Digitale sehr viel Material, sehr viel Materielles erforderlich ist. Georg hat davon gesprochen, dass es nicht nur um das Materielle im Digitalen geht, sondern auch um Ideen. Franke hat die Vernunft als etwas Wichtiges angesprochen. Wir schaffen Fiktionen. Das hängt zusammen mit unseren mathematischen Konzepten. Das sollten wir in der Welt des Tuns und des Machens nicht vergessen. Wir lernen ja, indem wir Konzepte aus der Vergangenheit wiederholen. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft eine gefährliche Trennlinie installiert, nämlich dass die Technologie von den Ingenieuren geschaffen würde, von den Kapitalisten kontrolliert wird und dass
wir erst nachher über die Konsequenzen unseres Tuns nachdenken. Ich glaube, das ist das Gefährlichste in unserer Gesellschaft. Wir haben das kultiviert, Tag für Tag. In der Schule tun wir das. Wenn die Kinder schon im Alter von 10 getrennt werden, die einen gehen in Richtung Geisteswissenschaften, die anderen gehen in eine andere Richtung. Und im Alter von 10 sollten die Kinder das noch nicht entscheiden müssen. Das ist eine gefährliche Trendlinie, die wir hier ständig installieren. Zuerst einmal müssen wir diese Trendlinie abbauen, diese Teilung der Welt in zwei Bereiche. Frank, ich war der Meinung, dass Sie in diesem Teil unserer Gespräche die Geisteswissenschaften vertreten, aber Sie haben gesagt, dass Sie machen empirische Arbeiten. Wie glauben Sie, kann das empirische Handeln der Gefahr entgegenwirken, von der wir gerade gehört haben? Georg hat von einem Widerspruch gehört. Das ist etwas, das spüren wir alle im Leben. Es ist spürbar, weil die Technologie oft unsere Probleme nicht wirklich lösen kann. Wir müssen das als Ausgangspunkt betrachten. Technologie an sich ist ja nichts Schlechtes. Technologie kann die Antwort sein, aber wir nehmen es als gegeben an, dass Technologie auf jede Frage eine Antwort hat. Wir müssen uns fragen, was wollen wir mit der Kunst machen? Im urbanen Leben. Und da sollten wir nicht automatisch der Idee folgen, dass die fortschreitende technologische Entwicklung bereits die Lösung für unsere Probleme sei. Das wurde ja schon zuvor angesprochen. Wir müssen vom Nutzer zum Menschen zurückkehren. Danke, Frank. Ich möchte jetzt kurz dem Auditorium das Wort erteilen, aber man gibt mir gerade zu verstehen, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, aber es hat fast, es kommt weg. An HDMI, ein USB-C auf HDMI-Adapter brauchen wir, sonst können wir von da nicht spielen. So habe ich jetzt das Mikro, die brauchen Sie vorhin, oder nicht? Ja, das war jetzt gerade auf dem... Ach so, dann regeln Sie es. Können wir das vom
We're on. Yes, finally. Sorry. Got to be loud here. We start now, 15 minutes too late, but it's... Wir beginnen mit einer 15-minütigen Verspätung. Wir haben ein sehr interessantes Thema für Sie, Telekommunikationskunst, eine Art Vorläufer von Net Art, Internet Art, Social Media Art. Dieses Panel ist das Ergebnis der Tatsache, dass mich Michael Connor im September 2016 angesprochen hat. Er wollte ein neues Programm entwickeln, über ein Programm sprechen, das er für Ryzen.org, NetArt, und er hat mich gefragt, welches NetArt-Kunstwerk, das verschwunden ist, welches ich noch einmal gerne sehen möchte. Und ich habe ohne zu zögern geantwortet, die Welt in 24 Stunden von Robert Adrian. Wir haben über Skype die Möglichkeit besprochen, diese Arbeit aus dem Jahr 1982 noch einmal zu zeigen. Damals gab es ja noch die Konferenz im ORF-Studio in einem viel kleineren Räumlichkeiten. Das Projekt war damals zu groß oder war zu groß für Horizon. Wir haben dann andere Projekte diskutiert und dann ist wieder jemand an mich herangetreten und hat gesagt, Patrick Lechte, er wollte The World in 24 Hours wieder auf die Beine stellen, wieder zeigen. Ich habe mich an Gerfried Stocker von der Ars Electronica gewandt und The World in 24 Hours ist ja hier gezeigt worden, 1984, und er hat mich aufgefordert, alle Künstler anzusprechen, die daran teilgenommen haben, und sie zu fragen, ob sie gerne, um sie zu fragen, was damals ihre Motivation war. Und ich habe festgestellt, dass der wichtigste Mensch in diesem Projekt, es gab ja 13 verschiedene Modi und noch viel mehr Künstler. Der wichtigste Künstler war Robert Adrian selbst. Er war derjenige, der die idealistische Vorstellung hatte, eine Plattform für alle Künstler zu schaffen. Auch jene, die nicht teilnahmen an der Medienkooperation. Patrick und ich hatten unterschiedliche Vorstellungen, wie wir an das Projekt herangehen sollten. Ich mache jetzt dazu ein Panel. Und dieses Panel sieht sich die Vorgeschichte von The World in 24 Hours an. Was hat Robert Adrian inspiriert, diese Projekte zu machen? Und wir werden mit Heidi Grundmann über das Projekt selbst sprechen. Und danach haben wir noch etwas nach The World in 24 Hours. Eine Arbeit, die davon inspiriert wurde, das war Van Gogh TV, ein legendäres Multimedienprojekt. Ich bezeichne es manchmal als Ecstasy Performance. Also das Panel, das wir hier haben, ist ganz anders als das, was Sie normalerweise gewöhnt sind. Es wird keine Präsentationen geben, es wird drei Gespräche geben. Ich werde mit Bill Bartlett sprechen, der Robert Adrian inspiriert hat. Er war ein Freund von Robert Adrian und hat ihn inspiriert, mit IPSA zu arbeiten. Und das wurde ja dann in The World for 24 Hours verwendet. Dann gibt es ein Gespräch zwischen Elisabeth Zimmermann vom ORF Kunstradio mit Heidi Grundmann.
und dann werden noch weitere Gespräche stattfinden. Die an Van Gogh TV teilgenommen haben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt genug Zeit haben. Aber ich wollte Ihnen da etwas vorlesen, etwas, das von Heidi Grundmann und Robert Adrian unterzeichnet wurden. Ein Artikel aus 1997. Ich zitiere, es wurde viel das Verschwinden des Modernismus gesprochen oder der Moderne. Die Moderne war eine Totgeburt. Sie beschäftigte sich mit Dingen in einem Zeitalter der Beziehungen. Es sollte mittlerweile klar sein, dass es andere Kunst seit langer Zeit gibt, die sich unwohl fühlt im großen Raum der Galerien in New York. Es ist dies eine Kunst, die mit dem Künstler reist, um sich überall zu materialisieren und Möglichkeiten zu bleiben in der sogenannten Counterculture, in der Gegenkultur an Orten, die weit entfernt sind von den Künstlern und der Kunstwelt. Diese neue Kunst ist etwas, das kann man auf einer Postkarte verschicken oder in der Westentasche mit sich tragen, auf einer Wand festhalten. Dazu gehört Fernsehen, Radio, Zeitungen, Streetlife, persönliche Geschichte. Es ist lustig, unterhaltsam, möglicherweise langweilig, politisch engagiert oder gesellschaftlich kritisch oder alles gleichzeitig. Eines kann es jedoch nie sein, ein Wert. Es gibt keinen innewohnenden Wert dieser Kunst. Die Wichtigkeit liegt in der Beziehung zwischen den verschiedenen Komponenten des sozialen Lebens. Jede Arbeit ist eine Antwort und im Austausch dieser Antworten liegt die Bedeutung. Das stammt aus 1997. Manche Künstler haben vor kurzem den Austausch der Arbeiten und der Informationen beschleunigt durch den Einsatz elektronischer Kommunikationstechnologie. Kommunikationssystemen, die früher den Multis der Presse und der Regierung vorbehalten waren, sind jetzt jedem zugänglich. Da ist nichts Neues mehr dabei, aber eine breit gestreute Partizipation gibt es immer noch nicht. Die Nutzung solcher Systeme ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Schaffen von Technologien, sondern mit der Verfeinerung eines bestehenden Netzes. Und dieses bestehende Netz wollen wir Ihnen heute zeigen. Wir beginnen mit Bill Bartlett. Ich möchte mich mit ihm unterhalten über seine Telekommunikationsarbeit. Hallo Bill, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Aber nur einen Schluck Wasser. Einer der Gründe, warum wir dieses ungewöhnliche Format gewählt haben, ist, dass Bill in den letzten Jahrzehnten nicht viele Präsentationen gemacht hat. Sie sehen hier eine Präsentation von Doug Jarvis von Open Space. Doug und Bill haben altes Printmaterial aus den 70er und 80er Jahren ausgegraben. Das sehen Sie in der Ausstellung auf dem oberen Stockwerk der Post City. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie mit Slow Scan TV gearbeitet haben?
und dann das IP-Sharp Network. Das kam ja später dazu. Ich möchte über ein paar Dinge sprechen, die mich beeinflusst haben. Ich wurde in Los Angeles geboren. Ich gehe also weit zurück. Ich habe für Disneyland gearbeitet. Das war meine erste Tätigkeit. Disneyland war erst 2 Jahre lang. Ich habe dort alles kennengelernt, die Robotersysteme, alle Dinge, die für den Park gestaltet worden waren. Und ich habe auch die Menschen gesehen, die daran beteiligt waren. Und wir sind von Anaheim letztendlich nach New York gegangen. Sie haben 2 Pässe. Sie sind Kanadier und Amerikaner. Microphone. It seems like there's an intervention from outer space. Outer somehow. Space. We've talked about open space, but we haven't gotten it outer space. It's from outside. That's weird. Outside. Okay. I'll just carry on then. Yeah. Try to be louder than that. Maybe. Okay. Shall I change microphones? Let's try. Thank you so much. This one's not on. This one's not on. Yeah, now it's on. There we go. Okay. So in New York, was involved in love folk music, and my one little story connected to that was that you may have seen a recent Bob Dylan film. Sie haben vielleicht einen Film von Bob Dylan über seine Tournee gesehen. Das war 1978 oder etwas früher. Tut uns leid, aber wir haben Tonprobleme. Wir hören manchmal gar nichts, manchmal dreifach. This is actually into the late 60s, early 60s. Das war in den 60er Jahren. Und als ich diesen Film gesehen habe, der Regisseur hat Bob Dylan gefragt, was halten Sie von dem, was Sie vor 40 Jahren gemacht haben? Und Bob Dylan hat gesagt, wie soll ich das wissen? Und dann habe ich selbst überlegt, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich bin dann zurück nach Los Angeles und ich habe 2 Leute kennengelernt, die mein Leben wirklich beeinflusst haben. Ray Bradbury, der Science-Fiction-Schriftsteller, der mich sehr inspiriert hat. Er hat gesagt, Übung, Übung, Übung. Und dann habe ich den Richard Feynman kennengelernt, der den Nobelpreis für Physik erhalten hat. Ich habe seine Bücher gelesen und auch er hat mich motiviert zu erkennen, dass so viel möglich ist in der heutigen Welt. Ich habe dann in New York mit anderen Leuten gearbeitet und von den 2 wichtigsten Projekten, die gemacht wurden, war eines der Markup für die Expo 70. Da wurde ein Mockup dafür gebaut. Das war mein Eintritt in die Welt der Ingenieure und Künstler. Wie sind Sie überhaupt zu Slow Scan TV gekommen? Ich habe Liza Bair kennengelernt. Ich war damals in British Columbia. Ich habe eine Kunstschule ins Leben gerufen und kurz danach war ich wieder in Los Angeles und ich habe dort Liza Bair kennengelernt.
die gerade ihr Projekt Send Receive abgeschlossen hatte mit einer. Sie hat Künstler Punkt zu Punkt miteinander verbunden und wir haben allmählich Slow Scan gemeinsam entdeckt. Und wir haben das für Amateurradios weiterentwickelt. Audiosignale, die wir über Satelliten, über Telefonleitungen nach oben geschickt haben, zurückgeschickt und in ein Bild konvertiert haben. Und wir haben gesagt, da ist ja ein enormes Potenzial zu sehr niedrigen Kosten. SlowScan was a lot cheaper to work with than the IPSA network, right? SlowScan war ja viel billiger als IPSA. Ja, außer den Telefongebühren sind ja keine Kosten angefallen. Es gab 6 Links zwischen Open Space, New York City, San Francisco und anderen Orten. Wir haben einfach herumgespielt mit den Geräten, um festzustellen, was können wir damit machen. Wir haben eine Art Theater auf die Beine gestellt. Wir haben mit Gebärdensprache gearbeitet. Und die einzigen Kosten, die anfielen, waren die Telefonkosten. Als das Auditorium, die Gruppe, die sich daran beteiligt hat, ist ständig größer geworden. Jedes Zentrum hatte seine eigene Gruppe. Wir haben dann niemandem etwas diktiert. Wir haben nur gesagt, hier ist die Technologie. Diese Technologie scannt Bilder und macht daraus neue Bilder. Und Sie haben auch Gebärdensprache verwendet? Ja, wir haben über Stummfilme nachgedacht, über Fotos, wie man sie in den Fotokabinen macht, ohne Fotograf, nur mit einem Automaten. Das war die Hardware, die wir verwendet haben. Ganz einfach. But just before this, there was a slide which displayed a letter that you sent to Robert Adrian about. Sie haben offenbar Robert Adrian einen Brief geschickt, in dem sie gesagt haben, sie wollten ihre Maschinen verkaufen, weil sie bankrott waren. Es gab eine Konferenz in Toronto, The Fifth Network, und ich habe dort Robert Adrian und Norman White getroffen. Und so ist die Verbindung zu IPSO entstanden. Das war ein Computernetz für die Toronto Börse. Und wir waren der Meinung, wir könnten unsere Bilder und Daten zusammenführen. Die Projekte haben sich weiterentwickelt mit IP Sharp. Und alles, was hereingekommen ist und hinausgegangen ist, hat uns mit der Tatsache konfrontiert, dass irgendwann mein gesamtes Geld da hineingeflossen ist. Und wenn Ihnen damals jemand 18 Seiten Text geschickt hat, mussten Sie voll dafür bezahlen. Sie haben pro Zeichen bezahlt. Und wenn Ihnen jemand 80 Seiten schickt, dann sind Sie bankrott. Und genau das ist Ihnen passiert. Darum war es für Sie so schwierig, darüber überhaupt zu sprechen, denn das war sehr eine schmerzhafte Phase in Ihrem Leben. Sie haben die erste Online-Konferenz von Künstlern 1979 in San Francisco organisiert. Das war ein tolles Event, aber es hat Sie auch viel gekostet. Ja, es gab kurz zuvor ein Projekt in Open Space. Und da gab es eine Sitzung unter dem Titel Interplay. Interplay
Das war eine Konferenz in Toronto. Ich habe zum ersten Mal in einem Magazin davon erfahren. Das war unsere erste Aktivität in Nordamerika. Aus diesem Magazin stammt übrigens das Zitat, das ich verlesen habe. Robert Adrian und Heidi Grundmann wurden davon inspiriert. Ich habe ein Symposium organisiert mit einer Panel-Diskussion in San Francisco. Da haben wir unser Netz ausgeweitet. Japan, Wien, ganz Nordamerika, Australien. Das wurde gesponsert, haben Sie gesagt. Wieso hat Sie das dann so viel Geld gekostet? Nun, da sind Kosten entstanden. Durch eine Konferenz mit einem telefonischen Link. Waren das unerwartete Kosten? Ja, wir hatten das schon erwartet, aber die Projekte wurden immer größer und daher sind auch die Kosten exponentiell gestiegen. In der Korrespondenz, die Sie gesehen haben, habe ich die einzelnen Teilnehmer daran erinnert, dass das alles Tausende von Dollar gekostet und ich habe sie gebeten, Geld dafür bereitzustellen. Einige haben es getan, andere nicht. Zum Zeitpunkt von The World in 24 Hours haben Sie damit schon Schluss gemacht. Sie haben sich nicht daran beteiligt. Aber zuvor haben Sie gemeinsam mit anderen, wie Robert Adrian schreibt, Artbox oder Arttex organisiert, hauptsächlich für Künstler. Als Norman zum ersten Mal mit Ian Sharp in Verbindung war, hat Ian Norman ein kostenloses Konto zur Verfügung gestellt. Ich habe hier ein Zitat von Robert Bernanke. Es ist mir gelungen, kostenlose Konten für eine Reihe von Künstlern zu bekommen. Für viel zu wenige, denn die Leute in IPSA waren durchaus bereit, die Kunst zu unterstützen, aber offenbar nicht sie. Es gab eine interne Mailbox für die Entwickler und deren Netz. Das war sehr teuer und sehr schwerfällig. Die Arbeit mit IP Sharp und mit Norman und Robert hat dazu geführt, dass wir letztendlich ein besseres Netz bekommen haben, das Point-to-Point gearbeitet hat und auch ein Link für Konferenzen wurde bereitgestellt. Jetzt übergebe ich an Elisabeth und Heidi, die über The World in 24 Hours sprechen werden. Herzlichen Dank. Okay, hello. So we are trying to take up. Hallo, wir wollen jetzt fortsetzen. Netzwerke wachsen oft und man weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ein kleines Event wird dann immer größer und das ist jetzt auch auf der Bühne passiert. Ich habe mir gestattet,
nicht nur Heidi Grundmann, sondern auch Roberto Pietrone einzuladen. Roberto ist ein italienischer Künstler. Der Bob, as many people called him, dabei war, er verbrachte Zeit mit Heidi und Bob Adrian, er war in vielen Projekten involviert und einige seiner Gespräche mit Bob können Sie sich anhören. Da gibt es eine Klanginstallation und dank Ars Electronica ist dieses Werk aus 2017 für Tonspur im Museumsquartier aufgezeichnet worden. Sie können das auf dem Dach oben sich ansehen. Also wir haben da Roberto mit eingeschlossen in dieses Gespräch. Heidi Grundmann, ich freue mich, dass sie heute nach Linz gekommen ist. So wie Bill tritt Heidi nicht oft auf der Bühne auf. Ich freue mich, dass sie hier ist. Sie war die Partnerin von Robert Adrian, wie wir bereits gehört haben. Sie hat Kunstradio gegründet, ein wöchentliches Radioprogramm auf ORF1. Sie hat also 1987 Kunstradio gegründet. Und Kunstradio wurde natürlich stark von Robert Adrian und seiner Arbeit beeinflusst. Es geht dabei um einen Kulturraum, wo Leute miteinander kommunizieren. Und noch etwas freut mich sehr. Aufgrund verschiedener Umstände gibt es jetzt eine Reihe von Unterlagen, die wieder aufgetaucht sind. Und Gerfried Stocker hat sie uns jetzt eben gerade zurückgegeben. Und Kopien von diesen Broschüren gibt es in der Ausstellung Art & Wire Kopien. Josephine hat das bereits erwähnt. Ich habe lang mit Heidi bei Kunstradio zusammengearbeitet. Ich habe dann die Nachfolge angetreten, dafür bin ich sehr dankbar. Und es hat viele Projekte gegeben, die durch The World in 24 Hours beeinflusst wurden. Echtzeit etwa. Radio, Horizontal Radio, 1995 dann. Und einige dieser Projekte wollten also Künstler und Räume weltweit verbinden mit unterschiedlichen Technologien. Wir wissen ja, dass sich die Technik weiterentwickelt hat. Und vielleicht ist es interessant, jetzt darüber zu sprechen, nicht nur, weil wir 40 Jahre Ars Electronica feiern, sondern man kann sich gar nicht vorstellen, wie damals die Situation war. Jetzt geht alles per Telefon. Also Heidi, wie war das für Sie und für Bob? Was war so interessant an diesem Netzwerkprojekt und den Technologien in den 1980er Jahren? Ja, das Ganze war für uns faszinierend, insbesondere in Österreich, wo es gar nicht so leicht war, zu einem Telefon zu kommen. Es gab das Vierteltelefon oder ein halbes Telefon, einen halben Telefonanschluss für viele Leute. Und es war sehr teuer. Das habe ich erst nach vielen Projekten herausgefunden. Aber wir haben es überlebt. Und es war wirklich interessant, die Verbindung
mit und zu Menschen weltweit, das war ganz faszinierend. Und das wurde dann mit IP Sharp wiederholt. Ich reiste mehr oder weniger um die Welt und ging überall. In die Büros zu den Leuten, mit denen Bob in Verbindung war, und stellte da die Verbindung nach zu Hause her. Das war sehr schön damals und sehr billig. Ich habe viele Künstler auf dieser Reise kennengelernt und viele interessierten sich für unser Projekt. Und viele hatten schon sehr viel bessere Telefone. Und es war für sie leichter, mit dem Telefon zu arbeiten, als für uns in Österreich. Aber es war eine sehr interessante Reise für mich. Es gab viele Interviews und dann natürlich die Programme im ORF, wo diese Interviews abgespielt wurden. Ich habe da sehr viel gelernt und habe sehr viele Künstler persönlich kennengelernt. Ja, und ja, mein Sohn war damals sehr klein. Ich habe versucht, das mit meiner Arbeit zu kombinieren. Nicht immer ganz mit Erfolg, und ich sehe ihn noch, wie er auf mich auf dem Flughafen wartet. Ja, dann gab es ja auch die Verbindung zum IP Sharp Network. Sie haben das auch für die Zwecke der Kommunikation benutzt. Ja, Bob hat ja sehr viel mit Visual Arts gearbeitet, Galerien und Museen. Und er hat sich wirklich da hineingestürzt in diese Arbeit. Und er hat Methoden entwickelt, Vorstellungen. Ich habe 25 Jahre mit ihm verbracht. Ich bin ein Tagesmensch, er war ein Nachtmensch. Und wir mussten uns dann in der Nacht unterhalten. Ich konnte nicht schlafen. Er hat mich 25 Jahre lang hypnotisiert. Also ich war wirklich hypnotisiert von ihm. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich heute so aussehe, wie ich eben aussehe. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Long Night ist der Titel einer Installation auf dem Dach. Mit Andreas Hirsch gibt es eine Demonstration um 15.30 Uhr. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie hinauf und wir blicken dann in Bobs Grab. Da haben wir eine Installation geschaffen, ein Mehrkanal Information, da hören wir Bobs Stimme. Bobs Stimme ist ganz, ganz wichtig. Einerseits das, was er sagt, die Worte, aber dann auch seine Stimme. Da werden auch Sie hypnotisiert sein. Erinnern Sie sich ebenso an die Stimme von Bob, wie Roberto gesagt hat? Ja. Ja, das, daran erinnere ich mich sehr genau. Also like your place and Bob's place in Wiedner Hauptstraße, as mentioned already. Sie haben in der Wiedner Hauptstraße gearbeitet, Sie und Bob. Das war ja sozusagen ein Mittelpunkt für dieses Künstlernetzwerk. Die Künstler kamen zu Ihnen nach Hause, blieben zum Abendessen. Sie haben sehr oft gekocht. Ja, Sie blieben auch über Nacht. Ja, wenn Sie nach Wien kamen, blieben Sie bei uns. Roberto ebenfalls hat bei uns geschlafen. Natürlich nicht im gleichen Bett, aber im Studio waren wir natürlich zusammen.
Und, I love that, you know. So und das hat mir sehr gefallen, auch wenn wir oft unterschiedlicher Meinung waren und aneinander geraten sind. Ja, ich erwähne das aus einem Grund. Bei den Abendessen in der Wiener Hauptstraße war ich als junge Frau auch dabei, als Assistentin von Heidi. Und ich habe da wirklich sehr viel über Kunst gelernt. Also, I remember that there was one dinner I haven't been part of. And next day, Heidi said, now we will do a project, which is based on the world in 24 hours. Also, that was in the world in 24 hours, and, das war 1994. It was horizontal radio. It was born on one of the dinner tables. Sozusagen bei einem Abendessen. Wir haben dann ein Jahr daran gearbeitet, sehr intensiv. Es war sehr interessant. And also because the thing was that the world in 24 hours, the world in 24 hours spielte sich ab im Foyer des Landesstudios Oberösterreich in Linz. Und man sah die Uhren, die Zeit an den verschiedensten Orten in der Welt und Horizontal Radio hat das gleiche Setup verwendet. Und im Foyer, das Foyer im Landesstudio war also sozusagen Mittelpunkt dieses Netzwerks. Heidi war die Produzentin von Kunstradio und das war ein sehr wichtiges Element im Hörfunk. Ja, viele Leute in den verschiedensten Teilen der Welt nahmen an diesen Projekten teil. Und es war immer sehr spannend. I mean, these years, especially these years, the Ars Electronica, one focus is around documentation. Dieses Jahr konzentriert sich die Ars Electronica natürlich auf Dokumentation. 40 Jahre Ars Electronica und wir werden ja mit Gerfried Stocker darüber sprechen, wie schwierig das Ganze ist in diesem Gebäude, das riesig ist. Aber zurück zum Horizontal Radio, Horizontalradio. Da war es nicht möglich, etwas zu dokumentieren. Wir hatten praktisch eine Zwillingsstadt. Klein, aber eine ungeheure Produktion. Ja, Gerfried hat die Netzwerkstruktur aufgebaut und entwickelt. Und ja, dann natürlich anderswo entstanden auch solche Netze und Heidi hat das dann alles zusammengefügt. Ja, ich muss gestehen, ich habe damals ganz wenig verstanden, aber ich hatte natürlich Bob. Und das war natürlich ein entscheidender Einfluss. Ich glaube, ich durchschaue das Ganze bis heute nicht. Ja, aber es ist Ihnen gelungen, all diese Leute zusammenzuführen. Und das ist ganz wichtig. Egal, ob man versteht, was da im Netz läuft oder nicht, das ist nicht so entscheidend. Wichtig bei diesem Netzwerkprojekt war nicht so sehr das Funktionieren der Technologie, sondern das Zusammenführen von Menschen, Kommunikation, Aufbau eines kulturellen, sozialen Raumes, wo die Künstler sich gegenseitig beeinflussen und formen konnten, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist natürlich auch Ihnen zu verdanken, Heidi. Sie hatten Zugang zum ORF und seiner Infrastruktur. Ja, das hat schon sehr geholfen. Ich habe mit Heidi seit Jänner 1989 zusammengearbeitet und von Anfang an war es für mich erstaunlich, diese Möglichkeiten zu sehen, die Technologie, die Techniker sehr gut ausgebildet und Österreich und der ORF war ein ganz spezieller Ort. Wir haben da Dinge
gemacht, die wir anderswo nie hätten schaffen können. Vielen Dank, Roberto, das war ein sehr gutes Schlusswort. Es war natürlich nicht nur Österreich beteiligt, sondern alle anderen. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ich möchte noch hinzufügen, wenn Sie mehr Informationen wollen, es gibt dann ein weiteres Gespräch mit dem Mann und es gibt die Ausstellung. Und ja, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Okay, like always, say. Heidi wants the last words. Okay. Now, please say, please, come on. Something's never changed, that's good. I'm very happy to meet people who I only knew from the distance, just knew some names, and knew that Bob wanted to have contact to you and so on. It was so difficult. So it's wonderful to see you now and meet you finally. Yeah, that's almost a nice way to wrap up the whole event, but we still have one more. Ja, wir haben noch ein Gespräch. Eine Gesprächsrunde. Ich bin Tilman Baumgärtel und war zuständig für das Forschungsprojekt Van Gogh TV. Ich habe zwei Mitglieder von Van Gogh TV mitgebracht, Benjamin Heidersberger und Salvatore Vanasco. Wir waren ja zu viert und es wurde wirklich Pionierarbeit geleistet. Wir sprechen hier von einem Projekt während der Documenta 9, 1992. Täglich wurde auf Dreisat gesendet und auch über Satellit. Das war, glaube ich, das größte Fernsehkunstprojekt, das es je gegeben hat. Is a social medium, but it was one of the, those attempts. Or das of war schon attempts ein Versuch eines Social Media. On the screen, and we're going to talk a little bit about that. Und wir werden kurz darüber sprechen. Was ist damals passiert? Ich habe einen Clip vorbereitet, den ich Ihnen zeigen möchte, mit den Interviews und auch mit ein paar Aufnahmen, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, was da passiert ist. Sound too. Zeitfenster zugewiesen gekriegt und parallel dazu gab es ja die Ausstrahlung auf Olympus. Ich glaube, dass wir im Schnitt 7 Stunden am Tag gesendet haben. Willkommen in unserer Schule. Mein Name ist Professor Fox und ich werde Ihnen in der nächsten Zeit das ABC der Piazza Virtuale beibringen. Sie werden malen, musizieren und auch schreiben lernen, auf eine ganz neue Art. Sie werden Maschinen steuern, die Sie vorher noch nie gesehen haben. Lernen, lernen und nochmals lernen.
Fernsehen war ja für uns nur eine Abstrahlfläche. Also was uns interessiert hat, war ja der Raum dahinter, also der Kommunikationsbereich. Also wir haben hier die Sendung Coffee House. Coffee House hat drei verschiedene Ebenen. Da sind die Voice Lines. Das heißt, da können Leute über Stimme miteinander sprechen. Dann haben wir die Modem Lines. Das sind die, die unten in Gelb in diesem viereckigen Fenster sind. Und da, wo ich jetzt bin, ist normalerweise das Fax. Das heißt, da können Leute Faxe hinschicken und so diese drei Ebenen miteinander kommunizieren. Also ich kann es jetzt nicht in Tagen mehr abschätzen, die Erinnerung habe ich nicht, aber es waren bestimmt über 20 Tage, wo jede Sendung nur Hallo, 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 Hallo. Das war der Hallo-Sender. Hallo, ist Andreas. Morgen. Moin, moin. Das ist mein Name immer noch. Morgen, hallo. Möchtet ihr euch alle tatsächlich das Armutszeugnis ausstellen und immer nur Hallo sagen? Alle Menschen haben uns beschimpft, belächelt, lächerlich gemacht. Und ich fand, genau das wollten wir. Nämlich den Bodensatz erreichen, aus dem Kultur sich entwickeln kann. All die Sachen, die heute Tisch fallen, die sind damals im Ansatz erkennbar gewesen, dass jemand das ausnutzt, um Dinge zu verkünden oder von sich zu geben, die nicht in Ordnung sind. Mach deinen Plattenspieler jetzt an, genau jetzt. Leg dir den Sound drauf, den du gut findest und tanz. Feier heute einfach. Heute ist ein unheimlich besonderer Tag. Ich feier nächste Woche. Was feierst du denn nächste Woche? Meine Hochzeit. Deine Hochzeit, yo! Van Gogh TV haben verschiedene Strömungen der Avantgarde, von der Performance über die Medienkunst sozusagen vorangebracht, haben dadurch eben geschafft, Errungenschaften der einen Kunstform zur Errungenschaft der anderen Kunstform zu werden und haben mit diesen hybriden Formen und Übertragungen etwas vorbereitet, was dann eine neue Bewegung in den sozialen Medien mit der neuen technischen Möglichkeit, die Internet abgeschöpft haben. Okay, so I hope this clip gives you a little idea what went on. During these shows, these programs, and now we have two of the people who were involved in them on stage. And since this is the 40th anniversary of Ars Electronica, maybe we should talk about that. That is the 40th Jahrestag der Ars Electronica ist, sollten wir vielleicht ein wenig darüber sprechen, wie das Projekt Piazza Virtuale überhaupt entstanden ist, was die Vorläufer dieses Projektes waren. Das erste Projekt entstand 1986 in einem Container unten an der Donau und dann 1989 die hochpolitische Situation, als der ORF der Konkurrenz des Privatfernsehens ausgesetzt war und dann entstanden Piratensender. Ihre Dolmetscher machen jetzt eine kurze Pause. Wir sind um 14 Uhr zu Beginn des Ars Electronica History Summit wieder da. That, it's a very political project also and this shouldn't be forgotten. I mean, it's applied Brecht radio theory, so we try to figure out what's possible if you reverse the transmission from one to many, from two to many to many. And a lot of the discussion went around moderated, unmoderated shows. And eventually we did this project in 90, Republic TV, 89, okay, 1989. And then Hotel Pompino 90, which was basically a game show using Amiga as a virtual hotel, actually, and which kind of accumulated in 92 in the
Piazza Virtuale, which was broadcasted from Documenta 9. And after that, another quite important project I find, but a little bit forgotten, it was the 3D continuation of Piazza Virtuale, was Service Area AI. Salvatore? I think there's a few historical lines which come together here, and therefore I would also like to line that out. The historical lines is that Minus Delta T started in the 70s with performance art, and from there tried to bring this knowledge, this mechanics and methods of performance art into media art, into live communication art. In 86, Ponton was founded and already did a project here at the Ars Electronica. And I think the intertwining in between Van Gogh, TV, Ponton and Ars Electronica, and also other players like Gerfried Stocker, who was before in Graz, and we had already connections in the 80s, and it was a whole bunch of people who were eager to experiment, to try out, to find out. And we were quite young, everybody, so we had a lot of energy, and I think it was a beautiful time. And yeah, and a lot of those friendships of artists and people who wanted to achieve something are still ongoing and on hold till today, and it's a beautiful thing. And I think the Ars Electronica nowadays is the binding tissue in between us, but knowing each other is also, I have to say it, a little bit of loving each other also, because that's the reality, you know? It's not that anyone in the 70s or 80s or 90s was waiting for artists to do something and being very innovative or whatever. It was little or a little bit more of acknowledgement of the work you do, but basically it was research, it was art, it was thinking critically about the proceedings in societies and to come up with something which might be also a little bit of a change maker for a lot of social processes in societies. And I think art has also this type of role as a political reflection model. And I think this is what drives a lot of those type of projects in that time and also till today. If you look precisely into the experience with Van Gogh TV had with Ars Electronica, then it was a very deep experiences with people from then till today, from Hannes Leopoldseder, Christine Schöpf, Peter Weibel, Katharina Xöll-Pointner, Gott, auch der Herr Hattinger. All die haben uns ja kuratiert auch über die Jahre. I switch back to English, I'm sorry, it was just automatically. We had a long experience and a long relationship with quite everybody who was heading the and curating the Ars Electronica all over the years. And being colleagues in a certain time frame, as with Gerfried in the 80s, and then coming together later as someone who is heading and guiding and also developing this wonderful baby, which is called Ars Electronica, and then being able also to come back and realize other artistic approaches and visions. It's a beautiful binding all over the years, and we can only say thank you to everybody, to Gerfried, to Peter Weibel, to Katharina Xöll-Pointner, Gottfried Hattinger, Christine Schöpf, and everybody else. Mm-hmm. Moving words, thank you for that. You mentioned that your first project here was a pirate radio project and pirate TV project. Maybe just to give the audience an understanding how difficult it was to involve the audience into the production of media. Can you talk a little bit about that? You know, today it's so easy because of the internet, or you think it's so easy because of the internet. Why was it important, A, and B, why did you have to use illegal means, basically? I mean, we're talking about terrestrial TV, so radio waves coming from an antenna to a receiver, which is quite different from what the internet is today, because you plug into something and there's an infrastructure and IP packets that are going back and forth. So it's necessary for pirate TV to or radio to have
a direct sight of the antenna, basically. It's quite difficult to create power enough at the frequencies necessary in order to receive something. So I would say, like from today's view, I would say it was kind of a fake proposal to make this illegal transmission. I mean, I built the transmitter back in Amsterdam with Vincent Larot, and so it was there. But actually the possibilities we had shown already in other projects, like in European Media Art Festival before that, it's quite difficult to, technically it's difficult to create a pirate TV or an radio show. I mean, I have been running through woods followed by hundreds of policemen carrying the transmitter. They never caught us, but tried. That's here in Linz now? Or no, that was in Osnabrück back then. So in Linz they were more liberal about this. I mean, in Linz, Hannes Leopoldseder did this quite clever trick to catch us by offering us the ORF channels in Germany, Austria, and Switzerland. And we had the choice either reach a couple of hundred people by pirate television or use the illegal network. And it was quite interesting that the original contract with ZDF at the time said that we have to deliver something that can be transmitted, but nothing about content, about control, anything. Okay. I'm getting the signal that we should finish, but I noticed that the last panel, it's a very clever way to extend your panel a little bit by asking if there's a question from the audience. So if there is any question from the audience, we would take that before we finish off. Yes. Questions to any of the panelists. Okay, if this is not the case, thank you very much. Josephine has some final words for us. Yeah, I just wanted to round off with a quote from Eric Gidney, who was part of The World in 24 Hours. And even though he mentions Bill Bartnett and Robert Adrian, I think it refers to all of you. So he says, writing in an article from 1982, that Bill Bartlett and Robert Adrian, artists with extensive experience in using telecommunications, feel that telecommunications can strain the traditional artist-audience relationship to the point where it breaks down or destroys the project. They have developed forms in which the artist acts as a catalyst or initiator, providing equipment and know-how, but not determining the actual structure of the activity. And I think that's a crucial difference with the modernist art that Heidi and Bob were talking about in the first quote that I used, introducing the whole hour here. You know, that you provide a context for people to act in. Huh? And this was also interesting in your video, actually, that I don't know, I don't remember the name of the person who mentioned that this was really the beginning. It showed of what came later with the internet and social media, of you unleash also certain energies that you may not want. But also good ones. And that's why we're here. Yeah? If I may, steal another minute of your time. I want to correct you in one thing. My inspiration was not Adrian X, but Electronic Café, Hole in Space. I find that very inspiring, and I want to mention these two artists because they found something that was not before. Hole in Space, Kit Galloway and... Kit Galloway and Sherry Rabinowitz. Okay, yeah. Yeah, I said that because when I interviewed Karl Dudacek, he said that being part of this... Okay. There's a few differences in between all those projects, and I think it's important to name that. It's very fast. The Van Gogh TV was artists creating a platform or creating channels, creating communication tools for an audience which was the population. It was not made for artists. It was made for the masses. Our approach was to transform television
from a mass media into an intercommunication media. And so there is a small difference, and I think it's important to line that up. But it could also be just a matter of the time and the technology developing that this happened. Okay, well anyway, thank you all for being part of this. Thanks to all the speakers, and a last applause for them. And thank you all for being here.